Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Korborn Nations of the Ultracore mit Azura Tiefwasser, mit Holly und mit mir. Und die Gute wird jetzt erstmal gestreichelt. So, wartest du hier auf mich? Wir müssen jetzt mal Kleeblätter sammeln. Ja, das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht, Leute. Genau, ich möchte heute diese Quest angehen. Schauen wir mal, ob die noch funktioniert. Und Kleeblätter dann für die schöne Deko. Um unsere neue Basis auszuschmücken. Genau, wir nehmen uns auf jeden Fall sehr viel mit. Die Einstellungen sind relativ hoch. Oder ja, relativ hoch, sage ich mal. Ihr seht ja, wie viel da rauskommt. Aber wir brauchen auf jeden Fall einiges. Mit Malvani hier nicht eigentlich immer Viecher. Genau, wir brauchen vor allem blaue und rote Kleeblätter. Habe ich mir überlegt, dass wir das machen. Aber ich hoffe, dass die Quest halt funktioniert. Aber ich glaube, das dürfte jetzt auch mal reichen, oder? Oh! Okay, okay, okay. Wir müssen schon Kleeblätter rausschmeißen. Okay, gut. So, dann haben wir das schon mal. Ja, da hätte ich eigentlich gar nicht so viel... gar nicht so hoch wieder einstellen brauchen. So, schauen wir mal. Finde ich Topsy nochmal. Ah, da ist sie ja. Also, Holly natürlich. Gibt es da irgendwo eine Abkürzung runter? Oder müssen wir den Weg... Müssen wir den Weg da wieder zurückgehen? Ich weiß nicht. Es ist alles zu hoch hier. Warte mal, hier vielleicht. Jawohl, perfekt. Okay. Dann. Das war hier. Okay, dann folgen wir erstmal der Straße. Da gibt es dann die... Grünen, genau. Hallo. Grüß dich. Entschuldigung, war vielleicht ein bisschen laut. Aber jetzt, wo ich sie so hab stehen sehen... Er redet immer noch mit seinen Puppen. Okay, Moment. Müssen wir jetzt hier schon lang? Ja, eigentlich schon. Southern High Hills. Ah, High Hills, warte mal. Ah, okay, Hochberge. Oder... Hochhügel. Hills sind ja eher Hügel. So. Genau, dann hier runter. Ein bisschen erinnere ich mich, obwohl es halt schon jetzt wieder eine Zeit lang her ist. Aber das geht jetzt mit Topsy. Holly natürlich, Entschuldigung. Oh, da, was hast du mal? Das da hier. Auch so schöne rote Blumen. Okay, Moment mal, wir müssen... Ne, eigentlich müssen wir ja hier lang. Ja, ich glaube, das ist am besten, wir schwimmen jetzt hier. Das wird zwar ein bisschen dauern. Okay, das Wasser ist relativ tief. Warte mal, unter Wasser kann man nicht schauen, ne. Aber scheint ja gut zu funktionieren. Und Holly schwimmt auch gegen den Strom. Finde ich gut. Daumen nach oben, Holly. Okay. Da sind wir jetzt eh schon gleich. Die grünen Kleeblätter. Also wie gesagt, ich möchte viel mit blauen und mit roten arbeiten. Denn ich finde, blau und rot ist eine richtig schöne Kombination.
So, hier sind schon die ersten. So, wo können wir denn das anlegen? Na, hier wirst du nicht raufkommen, oder, Holly? Doch! Ach, du bist ja klasse. Du bist ja eine richtige Ultrabergziege. So, und wir haben ja was gelernt. Wir können ja da jederzeit dran vorbei. Ja, also in dieser Folge möchte ich die Kleeblätter sammeln und die Quests holen. Also, was ist die Quest? Also, die Rezepte holen. Und in der nächsten Folge hätte ich gerne dann alles zusammengepackt, was wir für diese Geschichten hier brauchen. Für die Deko. Warte mal. Ah, ja, das reicht. Für die Deko. Und ja. Na komm, einmal nehmen wir noch mit. Passt. Ach, das sind ja 150er Stapel. Okay. Ach je, okay, das ist ja cool. Genau, und dann geht's zurück zu unserer neuen Mainbase. Zu unserer schönen neuen Hauptbasis. Was ist denn da los? Warum resettet denn die Ausdauer so? Oh, warte mal. Ah, kommst du da rauf? Ja, kommst du auch rauf. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir hier rüber. Und dann wird dann die Deko aufgebaut in der nächsten Folge. Genau, so der Plan. Also jetzt zwei Folgen möchte ich jetzt noch machen. Ja, es ist halt schon wieder derselbe Tag. Ich kann momentan nicht von Korborn weg. Das ist so der Hammer momentan. Mich fasziniert und fesselt dieses Spiel mit dem neuen Update. Und ja, ich habe schon mal gesagt, eigentlich wollte ich es ja gar nicht spielen. Aber ich habe da so eine Laune. So, wo war denn das? Das war hier irgendwo, oder? Hier bei der Brücke. Okay. Ich habe da so einen Spaß an dem Spiel wieder gefunden. Das ist unfassbar. Ohne Scheiß. Also dieses Update, das neue Volk, die neue Welt und alles vor allem von neu, also neu anzufangen. Frisch, als Newbie haben wir angefangen mit einem ganz frischen Charakter in der Erstellung. Ist das noch der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Folgen wir einfach mal dem Weg. Das wird schon passen. Jetzt sind wir halt wieder im Gemüse irgendwo. Und das hat so einen Spaß gemacht. Und jetzt haben wir schon so eine klasse Ausrüstung. Also, ich glaube, viel besser geht's einfach nicht. Hallo Bärchi. Schön, dich zu sehen. Nee, nee, du brauchst jetzt gar nicht hinterherrennen. Es sei denn, du willst kuscheln. Sonst müssen wir leider einen Bettvorleger aus dir machen, mein Freund. So, ich würde sagen, da reiten wir dann mal außen rum. Das ist einfach unfassbar. Okay, kein Schaden, sehr gut. Es ist einfach unfassbar, wie cool das jetzt ist. Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist die Performance. Aber das ist nachvollziehbar. Gut, ich weiß ja immer noch nicht, ob das an meinem PC liegt oder ob die Performance wirklich so erheblich schlechter geworden ist. Aber kann ich mir halt beides durchaus vorstellen. Moment. Genau, jetzt müssen wir dann so lange hier geradeaus, bis es mal rechts geht. Und dann über die Brücke rüber und da in dieses Schneegebiet gehen. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch noch Bärchis gibt. Ja, und was ich gerade eben von Dajin, unserem Baden, erfahren habe, oder ja, weiß nicht, ehemaligen Baden, oder wie kann man das jetzt sagen? Er hat eine, also es soll eine Quest geben, die einen auf die Insel rüberschickt und da kriegt man dann diese Trampolingeschichten. Aber er hat die nicht bekommen und ich auch nicht. Also ist die wahrscheinlich noch verbuggt oder keine Ahnung, ob das jemand bekommen hat, also keine Ahnung. Normalerweise ist das eine Folgequest, hat er gemeint, von der Mount Quest. So, genau. Gleich wiedergefunden. Sehr schön. Aha, da müssen wir uns wieder da durcharbeiten. Warte mal. Holly, du bleibst bitte hier, weil hier sind nämlich keine Gegner. Nicht, dass dir irgendwas passiert.
Hallo Scheißi Pallas. Alter, der Angriff. Alter, das ist. Ey, was ist jetzt? Ist schon wieder einer. Ist schon wieder einer unsterblich, oder was? Okay. Na gut, egal. Könntest du das mal bitte weghacken? Okay, Moment. Okay. Genau, also diese Quest habe ich nicht bekommen, er auch nicht. Keiner von uns beiden hat die bekommen. Und den haben wir jetzt wieder... Nee, nicht. Okay. Okay, genau, da können wir uns auch noch mal ein bisschen umschauen. Warte mal. Du, mein Freund, du wirst uns auch nerven. Fell brauchen wir nicht. Ah, gelber Klee, okay. Dann schauen wir einfach mal hier ein bisschen. Warte mal, die Waffe behalten wir. Eisen. Warte mal, dich piekst mal auch mal in den Arsch. Also pieksen, nichts anderes, Leute. Nicht, dass ihr schon wieder auf dumme Gedanken kommt. So, okay. Ich würde sagen, gelb. Warte mal, warum ist das hier eigentlich nicht? Ach so! Okay. Ich würde sagen, dann geben wir grüne ab. Gelb. Okay, einmal sammeln wir noch. Oh, hallo, Holzfäller! Was hast du denn? Saphirring, Dunkelholz. Aha, du gibst uns dieses Quellholz. Oh, wer bist du? Rurim. Ja, ich grüße dich mal im Namen von Rimnia. Also nicht hier der Sprecher, sondern dein Holzfällerkollege. Ja, bei denen waren wir auch noch nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob die auch noch, ob sich das lohnt, zu denen zu gehen. Okay, ich würde sagen, das reicht schon. Und Rest machen wir dann mit roten Kleeblättern voll. Stimmt. Genau, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Lohnt es sich, zu diesen Leuten zu gehen? Zu diesen... Ja, hier der Holzfäller, Nahrungssucherhändler, Jagd und Bergbau war hier oben. Hier unten. Lohnt es sich? Haben die was Besonderes? Haben die besondere Rezepte? Wenn nicht, ja, müssen wir zu denen gar nicht hingehen. Aber teilt mir das bitte mal mit. Ob wir da hin müssen oder nicht. Wenn ihr das wisst, natürlich. Ist klar, oder? Okay, gut. Dann fehlen jetzt nur noch die... Alter, du bist da echt... Du bist echt schnell, Mädchen. Aha, hier haben wir wieder so eine Ruckelgeschichte. Also es ruckelt, glaube ich, vor allem dort... Nee, Karte. Das ruckelt vor allem dort, wo... Wo es Gefälle gibt im Wasser. Jetzt wartet mal. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Also eher da in die Richtung. Genau, da müssen wir über das Dorf. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube hier mal vorbei. Warte mal. Hier den Weg. Nee, nee. Haut mal ab. Sonst wird Holly wieder stinksauer. Oh, Artgenossen. Moment mal, jetzt sind wir eh schon da. Wartet mal. So, dann sammeln wir so viele rote Kleeblätter. Bis das Inventar voll ist. Und dann gehen wir noch zum Braumeister. Oder wie der hieß. Gehen wir die Quest ab und dann geht's noch zurück. Also zur alten Basis. Genau, rote Kleeblätter brauchen wir viele.
Ich vor allem, wie gesagt, mit Rot und Blau arbeiten möchte. Okay, alles voll. Sehr schön. Meine Güte, geht es schnell. Gut, aber nochmal der Hinweis, wir werden das nicht immer so haben. Wir werden noch ganz viele Farmtouren machen mit normalen oder mit moderaten Einstellungen, besser gesagt. Werden wir noch viel machen und dann können wir in Ruhe quatschen. Achso, warte mal, wir müssen ja eh gleich in die komplett andere Richtung. So, können wir da irgendwo... Holly? Ah, du bist ein gutes Mädchen. Du bist ein gutes Mädchen. Jetzt wissen wir ja, dass du ein Mädchen bist. So, okay. Ach du Scheiße, wir müssen da hoch. Ja, okay. Aber Holly ist ja fit. Und vor allem sehr schnell. Wir brauchen echt kein Pferd, also ich weiß nicht. Ja, vielleicht haben sie die extra für die Hinduisten eingebaut und weil sie halt eben schon war das Piper's Whistle oder war das Korheim, wo die da rumstanden? So, okay. Genau, dann gehen wir hier lang. Dann nach rechts runter. Und schauen wir mal. Genau. Wir haben alle vier Farben. Genau. Gelb brauchen wir gar nicht, denn gelb finde ich jetzt persönlich nicht so. Was ich eine schöne Farbkombination finde. Warte mal, ist hier eigentlich irgendwas jetzt neu? Ne, es ist immer noch so. Okay, gelb-schwarz, also so wie Hufflepuff-Farben quasi, wenn wir jetzt im Harry-Potter-Universum sind. Finde ich eine geile Farbkombination eigentlich. Aber ansonsten ist gelb jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe. Also blau mag ich natürlich und grün, das sind meine zwei Lieblingsfarben. Schwarz als eigentlich Nichtfarbe oder als Antifarbe, oder wie man das nennt. Die drei Geschichten, das gefällt mir am besten. Also ich trage natürlich sehr viel Schwarz als Metalhead. Aber ich liebe vor allem Grün und Blau. So, Grün als Zeichen von der Natur und Blau für Wasser, für Meer oder Gewässer an sich. So, ja, wir müssen ja dann eher auch nochmal hierher. So, okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier hoch. Und dann ins Gebirge, also in die Nähe vom Gebirge. Ich hoffe, ich finde den jetzt auf die Schnelle. Ich habe nochmal kurz bevor der Aufnahme hier nochmal in mein Video reingeschaut, wo der ungefähr war. Alter, diese Felder hier. Kommen wir herauf. Was für Farben, hey, heftig. Geht's da irgendwo? Ja, da ist ein Weg. Was steht hier rum für Gerümpelkisten? So, Moment. Nee. Hier lang. Wieso haben wir denn eigentlich immer noch die Highlands-Musik? So, Moment, dann würde ich sagen, dann gehen wir hier lang. Genau, da sind wir ja eh schon. In den trockenen Gebieten, in den High Hills? Wie haben sie das genannt? Ja gut, da war ich ja gar nicht mal so weit weg mit Highlands. Okay, Moment, hier geht's in die Berge rauf. Wir müssen aber zu dem See... Genau, das war hier irgendwo vorbei. An diesem Erdriss. Oh, ist das geil mit Holly. Das ist so cool. Man ist da so schnell unterwegs. Okay, dann haben wir sie ja eh schon gefunden. Okay, alles klar. Dann brauchen wir... Oh, scheiße, wir haben keinen Platz mehr. Warte, du hast ihn noch, oder? Ach so, okay.
Okay. Nein, wir müssen echt zu den Typen. Oder wie? Nee, müssen wir nicht, oder? Oder müssen wir die Kleehändler machen? Okay, weißt du was? Dann müssen wir. Was, wo haben wir denn wenig? Hier bei diesen gelben. Okay. Ach so, wartet mal. Nee, scheiße, wir müssen echt die Quest jetzt machen. Ach nee, oder? Ach Kacke, wir müssen echt die scheiß Quest nochmal machen. Ja, das wusste ich jetzt nicht mehr. Ach verdammt, da hätten wir das zuerst machen müssen. Okay, dann wären es dann drei Folgen. Ja, aber ich hab doch die Kleeblätter schon. Das ist doch ein Haken dran. Aber ich will doch nicht gar nicht zu den Typen. Ach, scheiße. Okay. Na gut, kann man nichts machen. Okay, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich wünsche euch was. Ciao und Servus.